Hallo, liebe Huesca-Freunde, ich bin's wieder mal, Peter von den Huesca-Buddies. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist ein Auto, was mit seiner Länge von 5,60 Meter genauso lang ist wie sein Name. Und zwar ist ein Oldsmobile Custom Cruiser Station Wagon. In diesem Fall ein Auto von 1989, also schon hart zulassungsfähig. Und wisst ihr eigentlich, warum diese Autos so super begehrt waren in Amerika? Weil sie halt cool waren, praktisch und zuverlässig. Wenn man ganz ehrlich ist, cool waren sie damals nicht, sondern es war wirklich das Familienauto. Aber aus heutiger Sicht sind sie wirklich absolut cool und praktisch und zuverlässig sind sie logischerweise immer noch. Ich zeige euch mal ein bisschen mehr von dem wirklich schönen Auto. Ich glaube nämlich ernsthaft, dass dieses Auto nicht unbedingt als das klassische Familienauto genutzt worden ist. Wenn man sich den Zustand anguckt, innen und außen, was auch von den 60.000 Meilen, die das Auto nur gelaufen hat, dokumentiert wird, haben wir hier ein Auto, was keinen harten Einsatz hinter sich gehabt hat. Wir haben einen super schönen Originallack, alles glatt, alles im wirklich schönen Zustand. Wir haben keinen Rost, genauso sieht der Unterboden auch aus. Ich zeige euch gleich auch den Innenraum, weil der Innenraum ist mindestens genauso gut wie von außen. Egal wo man hier hinschaut, ringsherum ist das Auto wirklich in einem klasse Zustand. Ich glaube, von der Länge sprach ich gerade schon, 5,60 Meter circa sind es, dieses Auto lang ist, 2,03 Meter breit und von daher unglaublich viel Platz, unglaublich komfortabel, aber auch zu fahren. Wirklich, wirklich ein tolles, großes Familienauto, was für unsere Zwecke, Campingfahrten oder zum Treffenfahren natürlich perfekt geeignet ist. Wenn wir einfach mal in den Innenraum reinschauen, hier spiegelt sich das wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Auch innen ist das Auto in einem hervorragenden Zustand. Da ist nichts durchgesessen. Die Teppiche sind ordentlich, der Himmel, die Sitzbänke, die Polster. Das gleiche gilt auch für die hintere Sitzbank, wo halt üblicherweise die Kinder sitzen. Aber auch hier ist nichts verschlissen. Schaut euch auch bitte mal hier diese Innenfalze an. In der Tür, in der C-Säule. Das ist alles komplett sauber, rostfrei sowieso, aber auch keinen Dreck oder Schmutz oder Schmier zu finden. Super, super gut gepflegt. Vielleicht schauen wir direkt mal in den Motorraum rein, wie es denn da so aussieht. Dazu müssen wir einmal die Entriegelung hier betätigen. Und dann geht es vorne weiter. Da haben wir den originalen 305 Cubic Inch V8 Chevy Motor. Ein Motor, der mehrere Millionen Mal verkauft worden ist. Von daher für seine Zuverlässigkeit bekannt ist. 305 Cubic Inch, die Kenner unter euch wissen es, sind so circa 5 Liter Hubraum aus 8 Zylindern mit einer relativ geringen Leistung von etwas über 100 PS. Was aber völlig ausreichend ist für dieses Auto, was wirklich schön damit fährt. Hier ist alles im originalen Zustand, oftmals sehr, sehr gut gewartet, weil wirklich auch zuverlässig im Gebrauch, im täglichen Nutzen. Ich habe das Auto jetzt mehrfach gefahren. Wir haben hier schon original verbaut einen sogenannten teilelektrischen Vergaser. Das macht das ein bisschen komfortabler im Vergleich zu den reinen Vergasermotoren, die halt immer beim Kaltstart mit Pumpen und dreimal Orgeln erst anspringen. Hier haben wir schon solch eine elektrische Steuerung, so dass das Auto auch im kalten Zustand hervorragend anspringt, im warmen sowieso. Ja, vielleicht lassen wir den Motor mal laufen, dass ihr auch mal einen Eindruck davon bekommt, wie schön und ruhig solch ein 5 Liter V8 Motor denn laufen kann. Ja, wie ihr feststellt, Auto springt sofort auf Schlüsseldreh an, läuft super schön ruhig, was sich auch im Fahrbetrieb sehr positiv bemerkbar macht. Auto ist halt sehr komfortabel zu fahren, sehr ruhig, das macht Spaß. Alles im Original, wie gesagt, die Sachen sind regelmäßig gewartet und erneuert worden. Ihr könnt sehen, die Batterie ist gerade frisch noch erneuert worden. Von hinten aus dem Auspuff hört sich das in diesem Fall auch sehr dezent an. Man hört dieses V8 brubbeln, aber er ist halt komplett im Original und dementsprechend auch relativ leise. Für diejenigen von uns, die das gerne ein bisschen kräftiger mögen, lässt sich das mit wenigen Möglichkeiten, mit wenig finanziellem Aufwand und wenig technischem Aufwand verändern, indem man die Auspufftöpfe verändert, weglässt, modernere Reihen macht oder im schlimmsten Fall oder im besten Fall, muss ich ja sagen, sogar eine Klappenauspuffanlage verbaut. Ja, kommen wir nochmal zu den sensationellen Innenraumverhältnissen bei diesem Auto. Wir haben vorhin eine durchgehende Dreiersitzbank.
kann ich alleine sitzen, gemeinschaftlich mit meiner Frau und auch mit meinem Kind. Und wenn ich dann noch die Schwiegereltern und auch vielleicht die Oma noch mitnehmen möchte, dann haben wir hinten auf der hinteren Sitzbank ebenfalls nochmal 3 Plätze. Auch da sitzt es sich richtig gemütlich, auch auf längeren Strecken sehr komfortabel. Platz für die Beine, Platz für den Kopf, alles ist gegeben. Und wenn ich dann auch noch die Nachbarskinder mitnehmen möchte, dann verpflanze ich halt 2 Kinder hier hinten noch hin. Das ist tatsächlich so vorgesehen. Das Auto ist ein eingetragener 8-Sitzer. Und wir haben hier hinten tatsächlich nochmal eine zusätzliche Sitzbank. Und das ist durchaus auch für einen Erwachsenen, ich bin 1,80 Meter groß, durchaus komfortabel. Hier kann man wirklich gut sitzen. Wo ich gerade hier schon mal sitze und ihr das schon hier neben mir liegen seht, wir haben hier zu dem Auto 2 Reparaturhandbücher. Ich bin recht sicher, dass ihr die nie brauchen werdet, weil diese Autos halt kaum der Wartung benötigen. Aber sowas zu haben ist immer richtig gut. Und ihr habt vielleicht vorhin schon gesehen bei den Innenraumbildern, da ist ein modernes Radio verbaut. Ich bin da kein großer Fan von. Das originale Radio ist aber da vorhanden, braucht nur eingesteckt werden und dann habt ihr es alle wieder schön im Original. Ja, soweit zu den Sitzplatzverhältnissen. Aber mit 2, 3 Handgriffen kann das dann auch so aussehen. Ja, wie gesagt, mit 2, 3 Handgriffen sieht das dann so aus. Ich bin, wie gesagt, 1,80 Meter groß. Das heißt, wir haben hier lockere 2 Meter Liege- und Ladefläche. Und auch diese Fläche ist ausreichend, um hier zumindest zu zweit drin zu schlafen. Oder für den Umzug, das große Gepäck, was auch immer. Und das Schöne ist, wenn man sowas umklappt erstmalig, findet man auch noch 55 amerikanische US-Cent. Somit wird das Auto schon mal wieder eine ganze Ecke billiger für euch. Ja, ich finde das schon unglaublich beeindruckend, welche Größen, Dimensionen wir hier vorfinden. Super praktisch alles. Auch von dieser Seite, schaut euch das Auto nochmal an. Das ist wirklich im herrlichen Zustand. Ich habe so einen Kombi, die ja nun sehr begehrt sind hier in Deutschland, in dem Zustand eigentlich noch nicht gesehen. Zumal er ist komplett unrestauriert. Alles ist im Original. Wie gesagt, echte 60.000 Meilen. Wir haben jetzt kürzlich im Rahmen der TÜV- und H-Abnahme noch die vorderen Reifen, als dann auch die Bremsen erneuert. Üblicherweise, das kennt ihr, müssen die Scheinwerfer ausgetauscht werden für die TÜV-Abnahme. Das ist bereits alles erfolgt hier. Das Auto hat schon seine TÜV- und H-Abnahme. Das heißt, ihr bekommt von uns ein fertig zulassungsfertiges Auto, zulassungsfähiges Auto, so heißt es richtig. Einsteigen, Spaß haben, vorher anmelden, alles prima. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, ich glaube nicht, dass das Auto sehr lange hier in Dortmund stehen wird. Ruft mich an, meldet euch bei mir, wir machen einen Termin, gucken uns das gemeinsam an, machen eine Probefahrt. Ja, und kann das demnächst euer Auto sein. Ihr findet wie immer alle die Infos auf unserer Homepage www.uscarbuddies.de. Dort ist auch eine Verlinkung zu mobile.de. Da findet ihr auch alle weiteren Autos, die wir anbieten. Aber auch die Services, die wir euch bieten können, hinsichtlich Direktimport und ähnlichen Themen. Als auch die Kontaktdaten, sowohl von mir hier in Deutschland, als auch vom Chris in Amerika, der halt immer wieder diese tollen Autos findet. Und glaubt mir, das ist zunehmend schwieriger geworden. Der Markt in Amerika hat sich stark verändert. Die Preise sind massiv nach oben gegangen. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, überhaupt noch ein schönes, vernünftiges, technisch einwandfreies Auto zu finden und schon gar nicht zu einem interessanten Preis. Von daher freue ich mich dann immer, wenn das so ist wie in diesem Fall, wirklich ein super Auto zu finden, was technisch, optisch einwandfrei ist und für einen sensationell günstigen Preis angeboten werden kann. Tut euch selbst einen Gefallen, kommt mich besuchen, schaut euch das Auto im Original an. Ich verspreche euch, ihr werdet begeistert sein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann, macht's gut, ciao.